Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute den Goat Simulator 3 an. Ich bin sehr gespannt. Ja, das ist ein komplettes Chaos-Spiel, kann man eigentlich sagen. Es ist einfach nur konzipiert, um viel Stress zu machen. Ja, mehr kann man nicht sagen. Hier irgendwie auch solche Sachen zu machen, gar nicht mal so schlecht. Ich persönlich würde einfach mal gerne dieses Spiel anschauen. Man kann Beispiel hier dieses Huhn mitnehmen und dann hier reinmachen. Zack. Moment. So. Oder einfach mal die Leute hier nehmen. Zack. Bisschen wegstoßen hier. Okay. Man kann sich auch ein bisschen so umfallen lassen, als wäre man tot offensichtlich. Aber okay. Und auch dieses Schwein hier ein bisschen. Also wirklich nur ein reines bisschen hier was mache. Also, ja, wie ihr schon sehen könnt, es ist ein komplettes Chaos. Okay, es ist hier ein bisschen explodiert, aber in Ordnung. Können wir eigentlich auch ein Auto fahren? Wir können Auto fahren. Warum brennt das Auto? Okay, nice. Wir können einfach Auto fahren. Okay. Moment, gibt es eigentlich sowas? Ah, es gibt auch sowas wie eine Karte. Also nach oben ist deutlich mehr. Hier ist anscheinend auch so eine Art Stadt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier hin. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, ein bisschen die Karte zu erforschen. Deswegen würde ich mal sagen, fahren wir da einfach mal hin. Machen natürlich hier noch ein bisschen Chaos. Ja, ganz einfaches Ding. Einfach weiterfahren. Nice. Dann hier schön nach links. Okay, haben wir geschafft. Hier auch ein bisschen die Leute noch mitnehmen. Okay, wir können ja weit schießen machen mit Menschen. Okay. Ja, wir entfernen uns gerade. Aber ich weiß auch gerade ehrlicherweise nicht wohin. Wir können auch gerne hier mal in den Tunnel fahren, wobei ich nicht weiß. Okay, man konnte hier rein. Wo wir jetzt sind, ich habe keine Ahnung. Wir sind jetzt hier ganz oben. Okay, dann fahren wir doch eher hier hin. Das sollten wir eher hinbekommen. Zack, hier schön um die Ecke. Und ich kann es nicht mehr steuern. Ja, ein bisschen Strom mitnehmen ist doch immer eine super Sache. Moment, hier ist ein Damm. Kann man den irgendwie sprengen? Ah ne, hier ist eine Brücke. Ah, schade. Ich lasse mich wieder zu viel ablenken, habe ich das Gefühl. Also, einmal hier lang irgendwo. Warte ein bisschen im Kreis fahren. Wir müssen eher in die Richtung, oder? Müssen wir ehrlicherweise nochmal nachgucken hier. Ne, irgendwo hier muss eine Ziegenburg sein. Zum Synchronisieren von den ganzen Geschichten. Aber wo die ist, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Sieht eher danach aus, als wäre es hier irgendwo auf dem Gebäude oben drauf. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal hier hoch. Zack. Und von da aus hier runter. Zack, da ist eine Leiter. Da gehen wir mal hoch. Okay. Okay, okay, okay. Dann hier ein bisschen springen. Macht das hier irgendwas? Oh, man kann hier drauf springen. Okay, Moment. Jawohl, haben wir geschafft. Und hier ist was. Keine Ahnung, was das ist, aber wir haben was gefunden, ne? Da oben ist die. Okay, wir müssen noch weiter hochkommen. Da hinten ist nochmal sowas. Moment, wenn wir jetzt hier einfach mal zack machen. Dann hier ganz leicht so. Dann hier hoch. Und dann einmal springen, ja, stark. Dann nochmal. Oh, das war knapp. Hä? Okay, nochmal. Zack. Nein. Zack. Zack. Ich bin zu doof, da irgendwie hochzukommen. Zack. Hä? Okay, zack, zack. Noch, nein. Okay. Jetzt haben wir es hier hoch geschafft. Okay. Man kann irgendwie leicht die Wände klettern. Gut, dann gehen wir jetzt hier mal.
lang. Mal schauen, ob wir irgendwas finden, um noch weiter hochzukommen. Sind auf jeden Fall Leute, die ein bisschen Basketball spielen. Können wir eigentlich auch Basketball spielen? Nee, können wir nicht. Aber der verfolgt mich jetzt. Können wir den jetzt mal ausschlossen? Okay. Als ob die jetzt damit drauf tritt. Hä? Warum tritt die jetzt da drauf? Oh, die tritt uns ja auch. Das ist okay. Ganz komisch. Nichtsdestotrotz müssen wir irgendwie hier hochkommen. Okay, wir konnten jetzt hier ein bisschen. Ah, okay. Und jetzt sind wir definitiv hier oben. Zack. Das müssen wir hier ein bisschen synchronisieren. Und dann haben wir auch den nächsten Punkt, beziehungsweise unseren allerersten Punkt freigeschaltet mit diesem Ziegenturm. Und oben links steht auch, betrete den Ziegenturm. Das würde ich persönlich einmal gerne schnell machen. Das heißt, wir gehen einfach mal hier rein, schauen, was passieren wird. Okay, jetzt sind wir hier. Okay. Ganz komisch. Offensichtlich ist hier ein bisschen Chaos drin. Öffne die Haupttüren, erhalte deine erste Belohnung, sprinte auf eine Wand. Moment, was? Wie sollen wir denn hier hochkommen? Oh, Moment, reicht einfach nur sprinten? Vielleicht sollte ich nicht dahin rutschen. Ah, jetzt. Okay. Und jetzt Belohnung erhalten. Okay, machen wir es einfach mal. Mal schauen, was dann passiert. Die erste Kette geht schon weg. Okay. Ja, das ist ja gut zu wissen, dass man so eine Art hier Kette wegmachen muss. Und dann ist hoffentlich jetzt hier das komplette Chaos weg. Okay. Ist wahrscheinlich wird jetzt alles repariert und aufgebaut. So ist es auch. Wie sehen wir es jetzt? Gar nicht mal so schlecht, würde ich behaupten. Kann auch hier ein bisschen rumschreien. Genau, das haben wir gemacht. Also gehen wir jetzt mal weiter. Weiter Chaos zu stiften. Zack, jetzt sind wir auch hier draußen. Schauen wir mal gemeinsam auf die Karte. Da haben wir jetzt was. Und hier haben wir einen, da können wir uns dann auch. Ah, das sind auch die Punkte, wo wir uns dann hin teleportieren können. Ja, dann würde ich einfach mal gerne hier hingehen. Einfach mal zack. Auf die drauf. Boom. Okay, Moment. Hier ist was zum Ausrutschen. Ah, funktioniert noch nicht so. Ja, doch, den einen haben wir jetzt geschafft. Jetzt muss bloß die andere herkommen. Jetzt kommt er nochmal. Ne, eigentlich wollte ich dich nicht nochmal, aber okay. Das ist so dämlich. Aber es ist wieder so dämlich, dass es nice ist. So, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall hier runter. Einmal hier. Zack. Und dann. Moment, was stand hier? Grinden? Worauf können wir hier grinden? Ach, auf den hier. Da, ganz einfaches Ding hier. Kann jede Ziege auch. Oh. Jetzt müssen wir einmal hier das Auto hier übernehmen. Zack. Gibt auch so eine Art Nitro, habe ich gerade rausgefunden. Oh. Man müsste auch ein bisschen fahren können. Moment. Jetzt. Zack. Jawohl. Richtig wie im Kino. So, und dann hier lang. Ah, oh, bin ich ins Wasser, bitte nicht. Oh, hier ist noch eine Rampe. Ist hier eine Rampe? Sollen wir denn hier hinfliegen? Und das macht doch gar keinen Sinn, oder? Nein, bitte nicht. Nein. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist nicht so gut. Aber okay, gehen wir einfach mal hier hin. Hier schön halt da hoch. Genau, schön hier hoch. Zack. Okay.
Und dann einfach so ein Doku. Ey, nicht wegtreten, was soll denn das? Hallo? Können wir da irgendwas machen mit? Können wir das irgendwie rausziehen? Können es tatsächlich rausziehen? Mann, geh mir auf den Weg hier. Ich will nur diese Kacke hier haben, bitte. Geh weg. Okay, nochmal. Ah, da ist auch die Ziegenmutter, die habe ich jetzt erst gesehen. Aber wir können es hier offensichtlich rausnehmen. Jetzt haben wir einfach ein Schwert. Können wir damit irgendwie schlagen? Gerade alle Tasten. Moment. Nee. Irgendwie können wir damit nichts machen. Moment. Verbeugen. Hört sich an wie Zeitlupe. Ist auch irgendwie Zeitlupe, okay. So, gehen wir mal jetzt auf jeden Fall zum nächsten Ziegen. Ich weiß gar nicht, was wir hier mit dem Schwert machen können. Oder ist es genau deswegen, dass wir die Zeitlupe haben? Jetzt nehme ich danach an, wenn ich ehrlich bin. Moment. Schauen wir einfach mal kurz. Boom Slayer, hinterlasse nichts als Unheil, auch wenn du ein Rebell bist. Hm. Wir können so eine Glocke dran holen. Ja, wir können auch Sachen kaufen, ne? Okay. Hey, nee, was soll denn der? Hallo? Geh mal weg. So, wir synchronisieren erstmal hier. Bevor jetzt irgendwas hier passieren wird, machen wir erstmal das. Wir müssen uns hier bewegen, weil er ist da. Der will uns nämlich jetzt hier vernichten, das können wir auch, zack. Okay. Aber bisher muss ich sagen, gefällt mir das Game extrem gut. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ankommt. Aber ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Bisher habe ich definitiv meinen Spaß hier gefunden, ne? Hier wird ein bisschen balanciert. Da kann ich auch. Oh mein Gott, ich bin selber runtergefallen. Okay. Ist das dumm? Ja, genau so ist es auch, wenn man mit einem Gummiboot dann fährt. Man kann immer drauf springen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Okay, jetzt sind wir hier oben auf jeden Fall wieder. Wir können mal gerne schauen auf die Karte. Gibt es eine Insel vor allem? Hier gehen wir mal zur Insel, weil ich denke, das wird der weiteste Punkt weg sein. Da gibt es dafür irgendwo eine Brücke und da sind wir schon in der Nähe. Wenn ich es jetzt richtig habe. Genau. Und hier ist eine Maske oder was das ist? Tatsächlich, das ist wirklich eine Maske. Okay. Interessant. Warum ist die jetzt geflogen? Okay, keine Ahnung. Aber wir holen jetzt hier schön das Auto. Zack. Fahren hier erstmal schön entlang. Und der hat echt eine lange Angel. Wo ist die lang? Okay. So, okay. Schauen wir einfach mal. Da oben ist die. Heißt, wir müssten hier irgendwo hochkommen. Und ich würde auch gerne mal zur Statue irgendwie gehen. Das heißt, wir gehen einfach mal schätzungsweise hier hin. Zack. Oh mein Gott, warum sind wir so hochgesprungen? Egal. Wir sind gleich da. Das ist nice. Zack. Dann können wir hier schon mal synchronisieren. Dann haben wir das nächste freigeschaltet, was ja gar nicht mal so schlecht ist, muss man ehrlicherweise gestehen. Und wir backen uns hier ein bisschen durch, aber okay. Ich finde es auch nice, dass man sich in dieser Zwischenfrequenz bewegen kann. Das ist unfassbar nice. Da oben ist auf jeden Fall was drauf, auf seinen Kopf. Ich frage mich aber, wie man da hochkommen will. Das ist meiner Meinung nach ganz interessant. Das heißt aber jetzt trotzdem, wir gehen einfach mal hier rauf. Irgendwie. Irgendwie werden wir auf jeden Fall hier hochkommen. Okay, ich muss hier irgendwo hochkommen.
Ah, okay, und so kommen wir auch hoch. Ich bin gerade die ganze Zeit nicht hochgekommen. Aber okay, gehen wir jetzt einfach mal hier hoch. Okay. Nein, der ist jetzt reingegangen oder irgendwo hin. Okay, egal. Wir schauen uns hier die Statue an. Die ist hier oben auf jeden Fall. Und hier ist ziemlich viel los. Damit hätte ich persönlich ja gar nicht mal gerechnet, dass hier so viel los ist. Und die Menschen hauen hier einfach ab. Okay. Dann ist hier noch was. Nicht runterfallen, bitte nicht. Okay, man kann höchstwahrscheinlich hier runtergehen. Wir wollen aber nicht runter. Nein, da ist noch was. Ich habe da was gesehen. Hier ist noch was. Hier. Was ist das? Hier ist nicht, was es macht. Was? Ja, was macht das denn? Können wir das nachlesen, was das macht? Verwende RW, um Leute einzukleiden. Ah. Es gibt auch Flügel. Der Himmel gibt dir Flügel. Drücke wiederholt A in der Luft, um zu fliegen. Wie viel Geld haben wir? Wo sehen wir das? 34 so komische Pferde. 34.000. Können uns die Flügel holen? Wenn wir jetzt fliegen, dann kommen wir erst recht oben auf die Statue. Okay. Aber irgendwie nur so gleiten, oder? Ich weiß es noch nicht so ganz, muss ich ehrlicherweise gestehen. Sieht es nicht danach aus, als würde. Oh, okay, das war falsch. Moment. Einfach mal hier hoch auf seinen Kopf. Jawohl. Und dann weiß ich nicht. Es ist nicht wirklich fliegen, es ist eher gleiten, ne? Dann wollte ich einfach mal schauen, was hier vielleicht am Ende ist, wenn hier was am Ende ist. Aber. Nein, bitte nicht rutschen. Hier ist nichts. Also hier ist wirklich nichts. Aber die Maske nervt ein bisschen. Das sieht nicht nach einem Ziegenkopf aus. Das nervt mich hier. Machen wir erstmal so. Bei diesem Chaos-Spiel, zack. Mit dem Sonnenuntergang als Engel oder was auch immer. Mit diesen Dingen. Das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus, muss ich ehrlicherweise gestehen. Jetzt können wir nochmal kurz auf die Karte gucken. Uns fehlen noch zwei Ziegenburgen. Okay, ist gut zu wissen. Ich würde einfach mal, würde es gerne mal testen, ob wir. Da ist was für tatsächlich hier. Da unten ist noch was in der Luft. Oh mein Gott, das müssten wir aber auch erstmal treffen. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Ja, haben wir. Okay. Und wir gleiten ganz entspannt nach unten, ne? Also wirklich extrem entspannt. Okay, aber man sieht daran schon, dass es auf jeden Fall irgendwie funktioniert. Also wir fliegen nicht wirklich, aber wir gleiten auf jeden Fall. Das heißt, ja, wir könnten es sogar bis hier runter schaffen, fast schon. Was heißt fast? Wir schaffen es bis hier runter. Zack. Haben wir geschafft. Easy. So, dann ist hier nochmal so eine Statue. Zack. Und hier ist einfach Schach. Kann man Schach spielen oder so? Da war was. Schachmatt? Wir müssen schon das Feld freiräumen. Da habe ich gewonnen. Zack, gewonnen. So. Geh weg. Okay, nice. Und hier ist eine Burg. Bam! Oh. Zack, weg. Zack, weg. Hier die Polizei. Warum heißt die Polizei? Aber hier ist ein Schwimmring. Ein Rettungsring, meine ich natürlich. Zack. Gehen wir noch hier hoch. Sir. Der Wagen muss mir gehören. Man hat wirklich Sirene hier. Zack. Damit lässt sich's doch sicherlich
leben. Achso, wir müssen nochmal gucken, wo wir hin müssen jetzt. Wir müssen nach hier unten, das heißt, wir müssten rechts, nochmal rechts und dann links. Also rechts, rechts, links. Hallo, Sir? Wir sollen kein Wettrennen fahren. So, rechts. Mal schauen, ob ich es mir gut gemerkt habe. So, auf jeden Fall. Also hier fliegen aber auch Sachen. Rechts, rechts, links war's. Nee, aber nicht in den Tunnel, weil Tunnel war schlecht. Das heißt, einfach mal. Oh Gott. Oh Gott. Das ist nicht gut. Wir hängen. Okay. Das heißt, wir lassen mal hier alles zurück. Gehen hier schön mal hier zu Fuß. Auch ein riesen Gebäude da drüben. Was ist das? Ist das so eine Art Kanone? Was ist das? Können wir hier irgendwas machen? Oh ja, wir können uns selber reinmachen. Hineinspringen. Wir können wirklich selber hier rein. Wir können uns sogar feuern. Moment. Jawohl. Oh, bitte, 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 bitte. Müssen wir schaffen. Ja. Ich glaube, hier ist ein kleiner Grafikfehler. Aber nicht so schlimm. Gehen wir einfach mal hier entlang. Zack. Wir müssen hier irgendwie noch hochkommen. Ja. Zack. Okay, es ist immer noch am geilsten. Okay, nur noch 180 Meter. Ich schätze mal da oben. Weil es bisher immer relativ hoch war alles. Also wir gehen jetzt mal schön hier rauf. Zack. Gehen dann hier hoch. Oh. Ah, haben wir trotzdem noch geschafft. Zack. Hier schön hoch. So. Ja, was hier ist, ich habe keine Ahnung. Nur Mehrspielermodus erhältlich. Okay. Hier ist. Moment, wir können mit dem Fahrrad. Und was ist mit dem Fahrrad passiert? Ich wollte Fahrrad fahren, nein. Nein. Oh mein Gott, man muss das sogar selber balancieren noch. Okay, Moment. Okay, ich bin, glaube ich, zu dämlich dafür, aber okay. Ich sehe nichts. So, fahren, halt, nein. Okay, Fahrradfahren ist ja Katastrophe, machen wir auf gar keinen Fall. Da komme ich noch nicht mal einen Zentimeter damit. Okay, also wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Hier ist eine Statue, noch eine goldene. Die dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Oh, das ist schon eine gute Verlegenheit hier, einfach mal so zu machen. Zack. Gleitschirm haben wir. Oh mein Gott, wir haben wirklich einen Gleitschirm. Ich glaube, der ist sogar besser als die Flügel, kann das sein? Hier oben ist ein Pizzalieferant. Danke für die Pizza. Wir haben einfach einen Pizzakarton. Zack. Holen wir mal das noch. So. Dann haben wir nämlich das nächste, dann fehlt uns nur noch eine. Das ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Sieht schon echt nice aus. Und hier ist einfach so eine Mega-Villa, ein Sägewerk. Sieht zumindest danach aus. Also ist schon nice, das Game, muss ich sagen. Und hier ist ein Damm. Kann man den sprengen? Das ist die Riesenfrage. Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Ob man so welche Sachen sprengen kann. Hier ist sogar ein Heißluftballon. Moment, in welche Richtung müssen wir zufälligerweise in diese Richtung? Ja, wir müssen sogar nach unten. Aber eher in die Richtung. Aber wir haben ja unseren Gleitschirm. Unter uns ist Lava. Okay, ich sehe schon wieder viel zu viele Sachen. Aber wir gleiten entspannt hier mal drauf. Den können wir tatsächlich wegmachen. Okay, gleiten wir mal hier auf den Aussichtspunkt hin. Gehen wir einfach hier hingleiten. Schön oben drauf. Einfach mal zack machen. Genau. Dann nochmal springen und gleiten ganz weit nach unten. Dann erstmal die Sache sehen. Ist es genau da, wo ich drauf exakt zufliege oder nicht? Das ist jetzt so die Riesenfrage noch. Eine Rutsche, da ist ein Wasserpark. Oh mein Gott. Okay, da ist es tatsächlich. Dann haben wir auch den letzten Punkt bekommen. Ja, und dann haben wir erstmal die komplette Karte erforscht, was gar nicht mehr so schlecht ist. Ist auch noch ein Rasenmäher. Ich
Okay, nice, ein Rasenmäher. Oh. Oh. Okay, synchronisieren wir einfach mal. Zack, dann haben wir jetzt nämlich die komplette Karte vollständig erforscht. Und damit würde ich sagen, wenn ihr Bock gerne auf mehr habt, lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Lasst gerne ein Like und Abo auf diesem Kanal. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.